So, also ich persönlich will demnächst eine Sekte gründen und wenn ich auch nur ein einziges Mitglied akquirieren kann, werde ich dann aber auch die staatliche Anerkennung als religiöse Gemeinschaft beantragen. Weil ich persönlich bin ja noch keine Gemeinschaft. Das Mitglied bzw. die Mitgliederinnen und Mitglieder, wie gendert man das nochmal? Die Mitgliederinnen und Mitglieder, also die verpflichten sich zur Einhaltung vom kategorischen Imperativ von Immanuel Kant. Also sinngemäß, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Oder in den Worten von Kant, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Und hier ist vernünftigerweise wollen gemeint, weil manche Leute wollen ja auch Unvernünftiges. Immanuel Kant ergänzt es daher unter anderem so, Doppelpunkt, denn vernünftige Wesen stehen alle unter dem Gesetz, Zitat abgekürzt. Und zu diesem Gesetz der Vernunft sagt Kant dann noch unter anderem Folgendes, und zwar, Doppelpunkt, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als in der Person eines jeden anderen jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchst. Also kurz gesagt, man soll die Leute auch nicht einfach nur wie ein Mittel zum Zweck behandeln. Aber der springende Punkt ist eben der simple Grundsatz, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch keinem anderen zu. Und das bedeutet eben auch ganz klar, dass man niemanden zu etwas zwingen soll, das der nicht will, es sei denn, dass für diese Anwendung von Zwang wiederum ein akzeptabler Grund, mithin ein zwingend logischer Grund vorliegt. Weil wir in Zeiten leben, in denen meinem Eindruck nach selbst das eigentlich Selbstverständliche in vielen Fällen für viele gar nicht mehr so sicher selbstverständlich ist. Hierfür auch noch ein konkretes Beispiel, Doppelpunkt. Eltern können und müssen eben sogar ihre Kinder notfalls zwingen, in die Schule zu gehen, weil das Gesetz das verlangt, also weil es eine Schulpflicht gibt. Andererseits ist es aber unmoralisch, wenn Eltern ein Kind zum Beispiel zum Klavierunterricht zwingen, wenn das Kind lieber Gitarre spielen lernen will oder gar kein Instrument lernen und lieber in den Sportverein oder sonst was möchte. Hier könnten die Eltern es nun höchstens mit Überzeugungskraft versuchen, wenn sie wirklich auch selbst der Überzeugung sind, dass Klavierunterricht für das Kind unverzichtbar ist, aber schon, wenn dahinter eigentlich nur eine persönliche Präferenz, also Wunschvorstellung der Eltern dahinter steckt, ist eine dahingehende Überzeugungsarbeit schon bedenklich, denn das Kind könnte ja tatsächlich für Gitarre oder Sport oder sonst was geeigneter sein. Aber Zwang wäre hier dann ganz klar unmoralisch, also ein Verstoß gegen diesen Grundsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. So, und ich hoffe, dass das vom Staat als Miniaturreligion anerkannt wird für Leute, denen andere Religionen zu kompliziert sind, zum Beispiel mit ihren oftmals gut 1000 Seiten Lesestoff und verschiedenen Auslegungen der Texte, oder die nicht oder noch nicht glauben können. Mit meinem Angebot kann man dann wenigstens an den Sinn der Vernunft glauben. Und ich hoffe, dass dieses Bekenntnis zur Vernunft in dieser materialistischen, hedonistischen Gesellschaft nicht dazu verdammt sein wird, eine kleine Sekte zu bleiben. Und wenn ich Pech habe mit nur mir allein als Mitglied, denn dann müsste ich ja ganz alleine mit dem guten Beispiel vorangehen, beziehungsweise alleine damit durchs Leben gehen, mich voll und ganz zum Sinn der Vernunft und zum Sinn vom kategorischen Imperativ zu bekennen. Und ja,
Wenn jemand hingegen nicht moralisch handelt, dann hat er meiner Meinung nach auch selber keinen besonderen Anspruch mehr auf eine allzu freundliche Behandlung. Und zur unvernünftigen Macht bzw. zur Macht der Unvernunft, leider sogar eben zur Übermacht der Unvernunft, kann ich dann noch Folgendes sagen. Was aber dann nur noch einem offenen Brief gleichkommt, der sich ausdrücklich nur an Intellektuelle, Schriftgelehrte und eben an die Macht selbst richtet, Doppelpunkt. Oder kann auch sein, dass ich hier einen Schnitt mache, weil damit ist eigentlich schon alles endgültig geklärt.